was bisher geschah. Du bist immer sowas von bemüht, ein guter Junge zu sein, Henry. Richtig süß. Gold Digger. Was er nicht über mich weiß, weiß niemand. Du verstehst das nicht, Goldie. Kai sieht nicht nur gut aus, er... Henry, er hat einem Mädchen sein Skateboard ins Gesicht gematscht. Hör auf, ihn wie einen Heiligen zu behandeln. Wann habe ich dir von dem Skateboard-Unfall erzählt? Alles deutet auf Mira. Kai meinte, ihr habt noch mein altes Tagebuch und habt euch ordentlich ins Zeug gelegt, um mich zu finden. Wir nennen ihn ab jetzt nur noch Janus, okay? Vielleicht braucht diese Person einfach ein Symbol. Als Beispiel, an dem sie zeigt, was an eurer verkackten Schule alles falsch läuft. Das heißt, wir fangen wirklich wieder bei Null an. Naja, er hatte noch Jessie erwähnt. Sie muss mehr wissen, oder? Nachricht von Jay. Jay ist Jessies Bruder. Hi, Jay. Hallo? Das war Gold, Digga. Schreib mich ab. Hey, Henry. Hi, Mom. Du, sag mal, wie läuft's eigentlich mit dem Homeschooling? Warum rufst du an? Naja, deine Klassenlehrerin hat sich gerade bei mir gemeldet. Sie meinte, du hast ihr seit fast 2 Wochen keine Hausaufgaben mehr geschickt. Oh, ja, es gab da Probleme. Technische Probleme, wenn man so will. Hat das mit dem Vorfall in der SMA-App zu tun? Vorfall? Woher? Die Sicherheitslücke. Direkt vor deiner Lehrerin hat sich die Schulleitung gemeldet, per Mail. Warte, das heißt, du weißt Bescheid? Lass uns da morgen in Ruhe nochmal drüber sprechen, okay? Ich helfe Sandros Mutter doch heute bei der Inventur. Darum wird spät. Okay. Ach ja, ist zwischen dir und Sandro irgendwas vorgefallen? Wieso? Er hat so komisch reagiert, als ich ihn zu uns eingeladen habe. Du musst keine Playdates für mich organisieren. Ich bin keine 6 mehr. Ist ja gut, ihr wart doch nur mal... Ach, egal. Vermutlich würde das deinem Gold-Digger auch nicht passen. Der wäre bestimmt eifersüchtig. Okay, ich muss jetzt los. Bis dann. Ach, kein Wunder, dass sie sich Sorgen macht. Immerhin denkt sie, ich habe ihrem Chef gesteckt, dass sie klaut, um mehr Zeit mit ihr zu haben. Dabei war das wegen Leviathan. Wenn sich dann auch noch die Schule meldet und sagt, dass ich abkacke, weil ich nichts abgebe? Ach, aber wie auch, wenn ich die Homeschooling-App wegen der Sicherheitslücke deinstalliert habe. Ob Nele und Kai das gleiche Problem haben? Und was genau stand in der Rundmail über die Sicherheitslücke? Hey. Was gibt's? Hi, die Schule hat sich bei meiner Mom beschwert, dass ich beim Homeschooling nichts mache. Ihr habt SMA ja auch deinstalliert, also wie steht's bei euch? Ach, dann war das der Grund, warum mein Vater mir mein Handy zurückgegeben hat. Ausschließlich fürs Homeschooling. Er hat sogar die SIM-Karte entfernt und macht nur 2-mal am Tag das WLAN an, um die Hausaufgaben hochzuladen. Was ein Kasper. Gott sei Dank weiß er nichts von meinem Prepaid-Zweithandy. Also ich hätte nichts dagegen, wenn er sich die Schuld an deinem schulischen Misserfolg gibt, weil er das Handy einkassiert hat. Von Leviathan und der Sicherheitslücke in der SMA-App weiß er ja nichts. Ich glaube, er weiß es. Was? Es gab eine Rundmail direkt von der Schulleitung. Scheint, als hätten sie jetzt tatsächlich die Eltern eingeschaltet. Und was genau steht drin? Ich weiß es nicht. Irgendwas über die Sicherheitslücke. Aber meine Mom ist nicht zu Hause und hat ihre Mails nur auf dem Handy. Ich könnte mir vorstellen, dass Leviathan ordentlich Schiss bekommt, wenn jetzt alle Bescheid wissen. Möglich. Was meint ihr? Sollten wir... SMA wieder installieren? Ich weiß nicht. Ich muss halt schon irgendwie die Schulaufgaben rausschicken. Meine Eltern rasten sonst aus. Das Leck ist doch jetzt geschlossen, oder Kai? Ja. Leviathan kommt an keine neuen Daten mehr. Nur an die 1000 Geheimnisse in seinem Backup. Okay, lasst uns erstmal rausfinden, was genau in dieser Rundmail von der Schule stand, bevor wir irgendetwas Unüberlegtes tun. Und wenn wir, die Eltern, alle Schüler und Schülerinnen dann am selben Strang ziehen, können wir Jay in die Ecke drängen. Kannst du das rausfinden, Kai? Über deine Tante vielleicht? Klar, kein Problem. Wartet, wieso Jay in die Ecke drängen? Nur weil er mich angelogen hat? Wir wissen doch noch gar nicht, ob er überhaupt was damit zu tun hat. Oh, Henry, bist du blind? Die Namensliste im Tagebuch, das Gedicht über Feuer und unsere abgefackelte Schule. All diese Spuren führen jetzt ins Leere, weil wir wissen, dass Janus nichts damit zu tun hat. Aber die Sache mit Jay. Er wusste die ganze Zeit dank dir, auf welchem Stand wir sind. Die Verbindung zu Janus, über Jessie, die Lügen, die Manipulation. Junge, das kann einfach kein Zufall sein. Hey, aber ich... Die Frage ist nur, was ist sein Motiv? Wisst ihr, wie...
Oh Mist! Mein Vater kommt! Ich muss... Und wir sind allein. Vielleicht ist Jay verknallt in dich. Kann doch sein. Und weil er mich als Bedrohung wahrnimmt, hat er über meinen Account mit dir geschrieben und die Chats dann geleakt. Oder euer Discord-Gespräch gepostet über mich und dein... Mega-Ständer. Oh, das war ja eigentlich auch nie für die Öffentlichkeit gedacht. Hör mal, das mit uns wird nie was werden. Ich stehe einfach nicht auf... Ja, ich weiß. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas höre. Okay. Ich denke, wir sollten Jay bzw. Goldigger von zwei Seiten angreifen. Ich versuche rauszukriegen, was er über SMA weiß, und du konzentrierst dich auf seine Lügen. Lock ihn aus der Reserve. Er merkt doch sofort, dass was nicht stimmt. Sowas kann ich nicht. Ach komm, kann ich nicht, gibt's nicht. Sei einfach entspannt, brabbel nicht so viel und lass ihn die Stille füllen. Okay. Und im Zweifel schieb's auf den ganzen Stress. Unter dem stehen wir ja alle irgendwie. Hau rein. Was ist, wenn Kai recht hat? Wenn Goldie, mein einziger Freund, wirklich Leviathan ist? Es hilft nichts. Ich muss diesen Horror beenden. Nicht nur für mich, sondern für alle. Das Hey sollte erstmal reichen. Oh, er tippt lange. Was zur Hölle schreibt er denn da? Golddicker sagte: Hi. Sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe. Der Stress. Die ganze Sache macht mich einfach richtig fertig. Golddicker sagte: Das mit Leviathan? Yes. Golddicker sagte: Versteh ich. Mann, das ist jetzt her als Kaugummi. Kein Joke, kein Witz. Er wirkt ganz anders. Golddicker sagte: Henry, du hattest mir die Sache mit dem Skateboard-Unfall wirklich erzählt. Und das weißt du so genau, weil du unsere Gespräche heimlich aufnimmst? Ein Videocall. Das heißt, er will mich sehen. Aber klar, seine Kamera ist wie immer deaktiviert. Hey, ist deine Cam kaputt? Nee, nur aus. So wie deine. Das hat dich doch sonst auch nicht gestört. Aber okay. Was meinst du mit, ich nehme unsere Gespräche heimlich auf? Es gab einen Leak auf SMA von unserem Discord-Call, wie ich über Kai rede. Kannst dir ja sicher vorstellen, wie gut das ankam. Oh. Ja, nur dich hat man irgendwie nicht gehört. Was willst du sagen, Henry? Dass ich das Gespräch aufgenommen und irgendwie in eure Homeschooling-App gepostet habe? Vielleicht hat auch Leviathan einfach dein Mikro angezapft. Über die SMA-App. Du weißt, dass ich die längst deinstalliert habe. Also tu nicht so. Henry, ich war das nicht. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Lass ihn die Stelle füllen. Bitte glaub mir das. Ich... was soll's. Ich höre. Ich habe SMA auch auf dem PC. Android simuliert. Genau wie Kai. Du hattest mal erwähnt, dass das geht, und ich wollte gucken, ob ich dir so helfen kann. Das habe ich erwähnt, ja. Aber erst am Tag nach dem geleakten Discord-Call. Das heißt, du konntest SMA da noch gar nicht auf dem PC gehabt haben. Jedenfalls nicht meinetwegen. Dann vielleicht doch übers Handy. Ich hatte die App noch auf dem Handy aus der Pandemiezeit. Darüber muss Leviathan unser Gespräch mitgeschnitten haben. Meine Schule hat auch SMA fürs Homeschooling benutzt. Welche Schule? Hä? Na, ich will wissen, wo du zur Schule gehst. Na, warum? Weil du alles über mich weißt. Wie ich aussehe, wo ich herkomme, auf welche Schule ich gehe, wo ich wohne und auf wen ich crushe. Aber wer bist du, Goldie? Warum zeigst du dich nie? Ich bin hässlich. Verarsch mich nicht. Kann ja nicht jeder so ein TikTok-Model sein wie Kai. Mann, das ist mir doch egal. Hältst du mich für so oberflächlich? Sorry, aber so wie du immer von Kai redest? Okay, tut mir leid, wenn das so rüberkam. Aber was spielt das überhaupt für eine Rolle? Wir sind Freunde, oder? Und dein Aussehen ist mir egal, also lass uns jetzt einfach treffen. Henry, hör auf damit. Mach's doch nicht kompliziert. Ich hab doch gesagt, ich will nicht. Hast du mich damals gezielt angeschrieben? Was? Auf dem Gay-Discord-Server, weil du wusstest, wer ich bin?
Jay! Jay! Nachricht konnte nicht gesendet werden. Was? Jay hat mich blockiert. Direkt nachdem er einfach aufgelegt hat. Für alle, die sich fragen, wie kann man nur so blöd sein und auf jemanden reinfallen? Es ist ja nicht so, als wären wir Fremde. Ich wusste, dass er eine kleine Schwester hat. Ich dachte nur, sie wäre 9 oder 10 und nicht in meiner Parallelklasse. Ich weiß, dass er dumme Spoof-Filme mag und sich bei Scary Movie den Arsch ablacht. Oder dass er von Cherry-Tomaten kotzen muss, weil ihn das Gefühl von Glibber mit Kernen im Mund so anwidert. Wir haben darüber geredet, eine Reise durch Europa zu machen. Unsere Befreiungstour. Angefangen in Aserbaidschan, über die Türkei, wo es für Schwule noch richtig gefährlich ist, einfach sie selbst zu sein. Dann geht's immer liberaler werdend weiter. Hoch nach Norwegen und über die UK wieder nach unten. Enden wollten wir auf Malta, wo Schwule fast dieselben Rechte haben wie Heteros. Aber das liegt wohl erstmal auf Eis. Sprachnachricht von Kai. Hey, hey. Also, mein Gespräch mit Jay war ähnlich frustrierend wie deins. Er ist die ganze Zeit ausgewichen. Gerade da, wo es spannend wurde. Warte, ich hab's mitgeschnitten. Eine MP3-Datei. Wenn Jesse nicht mit dir reden will, lass sie halt. Aber warum habe ich das Gefühl, es geht hier nicht um sie, Kai? Okay. Diese Sicherheitslücke in SMA. Über die jemand deinen Account gekapert hatte? Genau. Sie wurde vom Hersteller geschlossen. Ich weiß. Und woher? Yo, Diggi. Du kannst mir nicht sagen, da gibt's einen Leck und erwarten, dass ich nicht reintauche und es erforsche. Und? Hast du was gefunden? Yep. Ein Tiefseeschatz. Was meinst du? Komm, Kai, verkauf mich nicht für dumm. Wir beide wissen, wovon ich spreche. Ich werde jetzt gehen. Sobald ich Jesse sehe, melde ich mich, okay? Ciao! Hey. Welchen Tiefseeschatz meint Jay? Keine Ahnung. Aber wir wissen beide, wovon ich spreche. Klingt wie eine Drohung, oder? Weiß ich jetzt nicht. Gibt's denn noch irgendwas, das Leviathan gegen dich verwenden könnte? Jay hat mir, als das alles anfing, gesagt, dass es Angst ist, die uns gefangen hält. Ach, egal. Auf meinem Handy gibt's nichts mehr. Das Übliche halt. Shit-Talks mit den Jungs. Aber geht es wirklich nur noch ums Handy? Naja, deine ganzen PCs, von denen Nele erzählt hat. Mittlerweile habe ich keine Ahnung mehr, welche Daten sicher sind und welche nicht. Der Typ macht Dinge möglich, von denen ich nur träumen kann. Ich meine, wie er diesen Kopierschutz der SMA-Datensätze geknackt hat, ist für mich immer noch ein Rätsel. Und jetzt hat er alle Daten gesichert und uns bleiben nur ein paar Screenshots. Glaubst du, Jay wäre dazu in der Lage? Wenn nicht er, wer denn dann? Keine Ahnung. Jesse? Jesse? Wie kommst du darauf? Weil Jay für sie lügt. Er weiß, wo sie ist. Was? Schau in seine Insta-Story von gerade. Let's go! Yeah! Das ist an der Vogelfreiheit. Dem Skatepark beim Tempelhofer Feld. Da war er also bei unserem Call gerade. Genau, ja. Er ist da mit Umut und allen anderen Skatern. Fast allen. Hast du ihn gestalkt? Ich wollte nur wissen, wer die Person ist, mit der ich die ganze Zeit schreibe. Schau in den 4. Slide aus dem Bistro. Da ist er gerade auf dem Weg dahin. No day without cafe, Leute. Und das, Jesse? Hinter ihm da am Tisch? Das heißt, er hat sie direkt vor unserem Telefonat gesehen und mir dann erzählt, er hat keine Ahnung, wo sie ist? Mit wem sitzt sie da eigentlich? Moment, sind das Ali, Malte? Die sind alle aus der Informatik-AG. Warum chillt sie plötzlich mit denen? Ist sie nicht sonst immer bei den Punks? Ja, schon, aber das schließt sich doch nicht aus. Jesse ist seit ein paar Wochen in der AG. Hat also nicht zwingend was zu heißen. Aber vielleicht hat sie auch durch deren Hilfe Janus in Potsdam gefunden. Das würde bedeuten, dass die Info-AG von der offenen Hintertür in SMA wusste. Na, Henry, du bist paranoid. Jay hat ihr geholfen. Easy as that. Er ist ihr Bruder und hat das Know-how. Die Info-AG-Lappen können gerade so Word-Texte formatieren und E-Mail-Signaturen coden. Vermutlich hast du recht. Stichwort E-Mail. Ja, ja. Nele nervt mich auch schon die ganze Zeit. Also,
Gleich startet meine Tante ihr Midnight-Yoga. Da fliegen alle Elektrogeräte aus dem Schlafzimmer. Gib mir noch eine halbe Stunde und wir wissen, was die Schule an alle Eltern rausgeschickt hat, okay? Wenn die von den Cyberangriffen und Leaks berichten, können die Alten vielleicht gemeinsam was unternehmen. Dann haben wir nicht gepetzt, Leviathan kann uns nichts und die ganze Scheiße hat endlich ein Ende. Sprachnachricht von Sandro. Von Sandro? Jo, kann deine Mom aufhören, so weird zu sein? Ich hab dir doch gesagt, ich hab keinen Bock auf so eine happy kleine Reunion. Mann, dafür ist mir das aktuell echt alles zu heiß auf SMA. Warum muss deine Mom überhaupt bei uns im Laden aushelfen? Shit. Sandro ist wirklich gut darin, alles, was ihm nicht passt, einfach aus seinem Leben zu werfen, statt sich damit auseinanderzusetzen. Aber Mama braucht den Job. Sorry, war ja nicht meine Idee, dass sie dich einlädt. Die Inventur ist doch schon fast durch und dann bist du sie und mich ja wieder los. Schwer zu glauben, dass wir mal beste Freunde waren. Über Jahre. Kindergarten, Grundschule und... Naja, dann gab's diesen Vorfall und es war vorbei. Auf einmal war er nur noch mit cooleren Leuten unterwegs. Und statt mich mitzuziehen, hat er mich ignoriert. Ab der 7. war es so, als würden wir uns gar nicht mehr kennen, als seine neuen Freunde mich rumgeschubst und bespuckt haben. Hat deine Mom auch die Mail von der Schule bekommen? Ja, aber wir haben noch nicht darüber geredet. Was stand denn drin? Also haben wirklich alle die Rundmail erhalten. Was ruft ihr denn jetzt an? Na, du Leuchte? Hey. Meine Mom ist bei der Inventur. Also, keine Ahnung, was in der Mail stand. Selber Leuchte. Meine doch auch. Und dein Dad? Ist unterwegs. Okay. Meinst du, in der Mail geht's um die Leaks? Leaks? Oh, komm, Henry, tu nicht so dumm. Dich hat's doch auch getroffen. Dein Rumschwulen über Kai. Sein Skateboard-Unfall. Neles Nacktvideo. Umuts Browser-History. Mann, glaubst du echt, die Leute merken nicht, dass da was hochkocht? Ich hab grad mit Umu drüber gesprochen. Henry, du weißt doch mehr, oder? Warst du das? Was, ich? Nein. Ich frag nur. Wegen dem, was war. Aber was soll's? Scheint ja, als sei das jetzt alles vorbei, wenn die Schule sogar Rundmails rausschickt. Ja, ich hoffe... Bis dann. Was war das? Das letzte Mal, als wir so lange miteinander gesprochen haben, ist... easy 3 Jahre her. Sandro und ich, Kai, Nele, Jesse und Janus. Vielleicht hatte Jay doch Unrecht. Die Angst hält uns nicht nur gefangen. Sie lässt uns auch alle irgendwie zusammenrücken. Sandro hat gesagt, der Rest des Jahrgangs bekommt mit, was passiert. Ob das heißt, dass sie auf unserer Seite sind? Am Ende zählt nur, was sie tun, wenn es hart auf hart kommt. Hey. Na? Und? Wie sieht's aus? Hast du die Mail bei deiner Tante gefunden? Nope. Oh, scheiße. Dann ging die bestimmt an deine Eltern. Dachte ich mir auch. Und Gott sei Dank kenne ich das Passwort meiner Mom. Was? Du bist unmöglich. Wie geil. Es ist immer noch dasselbe, mit dem sie damals meine Online-Zeit einschränken wollte. Erbärmlicher Versuch. Hör auf zu prahlen. Was steht drin? Ja, lies vor. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen Sie darüber informieren, dass es eine Sicherheitslücke in der von uns verwendeten Homeschooling-App Schreib mich ab von Playschool gegeben hat. Diese wurde vom Hersteller umgehend geschlossen. Naja, umgehend. Durch hervorragende Sicherheitsvorkehrungen unserer IT-Abteilung freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass es Dritten nicht möglich war, Informationen über Nutzer einzusehen. Und auch intern keinerlei Auffälligkeiten beobachtet werden konnten. Auch wenn keine Schäden entstanden sind, bitten wir Sie um eine Neuinstallation der aktuellen Version der Software. Eine Anleitung hierfür finden Sie, bla bla bla. Das heißt, Sie wissen absolut gar nichts. Naja, wer weiß.
Vielleicht reicht das ja schon, um den Erwachsenen zu erklären, was im Jahrgangschat abging. Redest du von dir selbst? Wenn sie von der Schule von der Sicherheitslücke wissen. Und ich ihnen erkläre, dass nicht du das Video gepostet hast, sondern jemand, der Zugriff auf deine Daten hatte. Was dann? Meinst du echt, das ändert deine Strafe? Nein, aber deine vielleicht. Hey, aber spricht das nicht gegen Golddigger? Also Jay? Was? Na, warum sollte er Neles Video leaken? Was hätte er davon? Ihr hattet doch gar nichts miteinander zu tun, oder Nele? Darf ich euch etwas zeigen? Da wollte ich natürlich zeigen, du hier, ich kann dir auch richtig Ärger machen und richtig Angst machen. Über 2 Jahre stellt Oliver seiner Ex-Affäre nach, weil die ihm einen Korb gegeben hat. Nele, was ist das? Das ist aus dem Podcast Im Kopf eines Stalkers vom Y-Kollektiv. Darauf bin ich vorhin gestoßen, als ich nach einem möglichen Motiv gesucht habe. Ich habe mich gefragt, wieso Jay unser Leben zerstören wollen würde. Bis ich bemerkt habe, es ging die ganze Zeit gar nicht um uns, sondern nur um Henry. Um mich? Hast du Jay mal erzählt, dass ich dich wegen der Abschiedsfeier gefragt habe? Keine Ahnung. Wir haben über so viel geredet, aber ich glaube schon. Dachte ich mir. Was ist, wenn er eifersüchtig wurde? Genau wie auf Kai. Habe ich auch gesagt. Umut hat's getroffen, weil er dich in der Umkleide immer fertig macht und... Hey, Moment mal. Ich bin nicht das nächste Opfer, nur weil mir... Janus! Sorry, weil Janus jetzt wegfällt. Janus hatte gesagt, dass er vielleicht nur ein Symbol war. Ganz genau. Gemeint warst die ganze Zeit du, Henry. Hört euch das an. Obwohl sie ihn nicht will, trotz ihrer Abweisung, findet er sie nach wie vor ziemlich toll. Ich wollte sie entmarbeln. Das war das Ziel, sie zu zerlegen, psychisch zu zerlegen. Zu zerlegen? Um Denkmal zu stoßen, um mich von diesem Trieb zu befreien. Ich muss diesen Menschen gefallen oder ich muss diesen Menschen haben. Dieses Überlegenheitsgefühl, ne? Dieses Machtgefühl, was da, das machte mir natürlich große Freude. Doch im Sommer 2019 kippt Olivers Machtrausch. Und da war mir richtig übel. Also da habe ich gesagt, scheiße, das war too much. Holy moly. Was ist dann passiert? Er hat's übertrieben. Ey, die Schadenfreude, die Kontrolle, das klingt für mich sehr nach etwas, was Leviathan tun würde. Henry. Ich glaube, das mit Jay kann richtig gefährlich werden. Ich... Wir müssen es unseren Eltern erzählen. Das wird zu groß für uns. Und sagen, dass mir die Staatsanwaltschaft im Nacken sitzt? Ja, nee, sorry, da bin ich raus. Aber ich stehe euch auch nicht im Weg. Danke. Ich glaube, das ist für uns alle der einzige Weg, wie wir mit einem blauen Auge davonkommen. Nicht wahr, Henry? Ja, sicher. Jay, ein krankhafter Stalker? Ich fühle mich eigentlich nicht verfolgt. Eher beobachtet, belauscht. Als wäre da jemand Unsichtbares. Jay ist unsichtbar. Früher dachte ich immer, das wäre etwas Schlechtes. Aber wenn man nicht entdeckt werden will, kann das ja die perfekte Waffe sein. Sollte ich ihm nochmal schreiben? Klar, auf Discord hat er mich geblockt, aber Kai hat seine Nummer. Und wenn er wirklich gefährlich ist? Wenn unsere Freundschaft eine Reise von Aserbaidschan nach Malta ist, wo befinde ich mich gerade? Völlig egal. Ich sitze hier eh noch eine halbe Stunde fest, bis meine Mom von der Arbeit kommt. Kai ist raus und Nele wartet bis morgen früh. Sie kann ja nicht einfach um 1 Uhr nachts zu ihren Eltern gehen und sagen... Hey, Kai und Henry, mit denen ich eigentlich nicht schreiben darf, haben mir erzählt, dass ihr von dem Leck bei SMA wisst. Hallo? Du verdammter Psychomann. Sandro, was? Wie nachtragend kann man bitte sein? Henry, ich hab dich nur um eine Sache gebeten. Nur um diese eine Sache. Wovon redest du? Dem SMA-Chat. Junge, ich bring dich um. Deine Scheißmutter kann ihren Job bei uns vergessen, klar? Ich hab dir doch gesagt, ich hab die App gar nicht mehr. Hallo? Hallo? Scheiße. Werd ich doch abgehört? Oder es ist, wie Jay sagt, und ich hab einen Trojaner. Vielleicht kommt es auch von Sandros Handy. Er hat SMA sicher noch drauf. Ich werd's nicht wissen, ehe ich nicht weiß, worum es geht. Hey, hier ist Kai. Und das ist meine Mailbox. Fuck. Wieso hat er sein Handy aus? Egal. Dann muss ich's halt selbst wieder installieren.
App Store. Zugriff. Ablehnen. Ablehnen. Ob gefixt oder nicht. Diesmal bin ich nicht so dumm. Ich will einfach nur in den Chat. Eine Privatnachricht. Die kam gerade rein von... Anonym. Das muss... Willkommen zurück, Henry. Dachte ich mir doch, dass du dir das nicht entgehen lassen wirst. Schau in den Jahrgangschat. Jahrgangschat, Jahrgangschat. Fuck! Das sind lauter Videos und Chats. Ey, Kim war gestern so besoffen, die hat's nicht mal mehr gemerkt, Alter. Yo! Ich schwöre, Fenja, er ist gerade mal 9 cm, maximal 10. Aber pst, du weißt ja, wie Umut ist. Ich weiß nicht, was gerade bei dir los ist, aber ich wäre dir dankbar, wenn du meinen Namen nie in der Öffentlichkeit in den Mund nehmen würdest, okay? Okay, aber ich erzähl schon keinem von... Du weißt schon, was zwischen uns war. Und das direkt nach meinem Outing. Die anderen werden wohl eins und eins zusammenzählen können. Shit. Was ist... Da. Ein neues Video von Anonym. Es ist die Goldmaske. Das gerade war nur ein Warnschuss. Denn ich hab all eure Daten. Wenn auch nur einer von euch redet, sei es mit euren Eltern, der Presse oder der Polizei, werde ich alles veröffentlichen. Und zwar nicht nur hier. Immerhin habe ich all eure Kontakte. Freunde, Familie, Social Media Follower und Betriebe, bei denen ihr euch beworben habt. Und hat nicht jeder eine Leiche im Keller, von der keiner etwas wissen sollte? Ich buddel sie aus und bring sie zurück ans Tageslicht. Aber nur, wenn ihr nicht hört. Seht ihr mich an, seht ihr euch selbst. Hasst ihr mich? Hasst ihr euch selbst? Redet mit niemandem. Was sollen wir jetzt tun? Gerade waren wir so kurz davor, Leviathan die Pistole auf die Brust zu setzen. Aber was machst du, wenn jemand nicht nur dein aktuelles Leben, sondern deine gesamte Zukunft in der Hand hält? Fuck, das ist meine Mom. Ich kann ihr nicht sagen, was los ist, oder? Ich brauche eure Hilfe. Geht auf Instagram und sucht mich unter Schreib mich ab Podcast. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Schreib mich ab. Eine Produktion von Funk. Den Podcast, den Nele uns gezeigt hat, gibt es wirklich. Im Kopf eines Stalkers vom Y-Kollektiv Podcast. So kriegt ihr einen Einblick in die Gedankenwelt eines verurteilten Stalkers, der deswegen sogar im Gefängnis saß. Hört ihn jetzt gleich überall, wo es Podcasts gibt.